So, und ja, da sind wir wieder zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Sky Island. Ja, ich habe jetzt mal das Texture Pack so geändert, dass wir hier die Shader trotzdem drin haben können, die Ingame Shader. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken. Es fehlen natürlich jetzt ein paar Texturen, wie hier zum Beispiel das Inventar ist Dingens, jetzt auch die Schriftart ist hier wieder anders. Deswegen, naja, ich habe das noch nicht richtig hingekriegt. Nächste Folge spielen wir dann hoffentlich wieder mit dem richtigen. Ja, zum Glück sind hier die Items wenigstens richtig. So, dann zocken wir heute halt mit dem hier mal. Ich weiß, es ist jetzt immer ein bisschen scheiße mit den Texture Packs. Aber was soll es? So, ich würde sagen, wir fangen an und machen gleich mal ein bisschen weiter mit dem Haus. Oder ich könnte eigentlich erstmal pennen gehen, das geht auch. So, nur ist die Frage, was machen wir jetzt? Ich könnte natürlich hier noch ein bisschen Cobblestone farmen. Oder hier noch ein bisschen was abbauen. Weil das Ziel mit mit der ganzen Insel aushöhlen haben wir dann natürlich noch nicht erreicht, weil da müssen wir erstmal hier den restlichen Cobblestone noch abbauen. Wo geht's denn hoch? Ach hier. Müssen wir mal markieren. So. Die Bäume werde ich natürlich jetzt nicht immer abbauen. Da müsste man ja den ganzen Tag nur Bäume kloppen. So, hier haben wir aber nichts mehr drin. Gut. Dann würde ich mal sagen. Ja, was machen wir jetzt eigentlich? Ich weiß es gar nicht genau. Ich weiß es wirklich nicht. Ich hole mir erstmal die Steinspitzhacken wieder raus. Ich könnte mir sowieso erstmal ganz allgemein die Geräte holen. So, die Steinhacke vielleicht auch. Die könnten wir eigentlich auch reparieren. Also, wieso haben wir drei Steinhacken? Das müssen wir gleich mal ändern. So, und dann hier wird er ein bisschen gemütlich abbauen. Gut, da kloppen wir jetzt wieder ein bisschen hier. Aber es geht jetzt zur Zeit nicht anders, weil anders kriegen wir die Cobblestones nicht. Wieso fallen die alle rüber? Wieso nicht zu mir ins Inventar? Verstehe ich auch nicht so richtig. Also, die liegen alle da drüben. Wollen mich verarschen oder so? Alter, schon wieder. Das gibt's doch nicht. Ja gut, auf jeden Fall. Was könnte man denn heute mal reden? Ich weiß es gar nicht genau. Wir könnten natürlich mal über... ich habe ja gestern noch ziemlich lange rumgewerkelt hier mit dem Texture Pack auch. Da habe ich noch 20 Minuten hier gesessen. Ich hoffe, ich schaffe das heute. Dass wir dann morgen wieder mit dem richtigen Texture Pack aufnehmen können. Es ist nur ziemlich schwierig, weil die Dateien sind, es sind unterschiedliche Dateien, wo dieses Fadenkreuz gespeichert wird. Bei dem einen ist es, glaube ich, diese Widgets.png und bei dem anderen ist es, was war das? Irgendeine andere PNG und in einem anderen Ordner. Ne, Icons.png, genau, so war's. Und da muss man halt übelst gucken, dass man da alles richtig macht. Das ist übelst scheiße gemacht, ey. Das klappt ja gar nicht. Vielleicht nehmen wir dann nächstes Mal auch ein anderes Texture Pack. Ich weiß noch nicht genau. Na, schauen wir mal. Weil das hier gefällt mir noch nicht so richtig mit diesen Originaltexturen. Auch die Schriftart, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier. Die gefällt mir auch noch nicht so richtig. Also, da war die andere schon besser. So, ich hoffe, die Zeit vergeht einigermaßen schnell, wenn ich ein bisschen quatsche. Jetzt haben wir ja schon wieder einen Stack zusammen. Siehst du? Was da alles liegt, immer. Das nervt uns schon ein bisschen. So, Pilzfarm müssen wir natürlich auch wieder machen, das ist keine Frage. Die haben wir ja wieder abgerissen. So, das hier kann auch alles weg. Das braucht man nicht mehr. Dann können wir uns hier auch immer richtig hinstellen.
Ich weiß nicht, warum ich immer Shift drücke. Habe ich mir irgendwie schon wieder so angewöhnt. An der Seite ist das natürlich okay, aber nicht immer überall. So. Ja, die olle Steinspitzhacke. Ich weiß aber auch nicht, wo wir jetzt Eisenspitzhacken oder so herkriegen sollen, die wir dann hier verwenden könnten. Entweder können wir von Zombies ein paar Eisenbahnen abstauben. Oder... keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Sonst gibt es ja keine Eisenbahnen hier. Außer wenn wir halt ein paar tausend Blöcke... ein paar tausend sind glaube ich nicht. Aber wenn wir uns darüber bauen, ganz weit darüber, da gibt es nämlich dann Festland. Und da gibt es dann auch alles mögliche an Erzen. Wäre vielleicht auch mal eine Idee wert, aber das werden wir jetzt noch nicht machen. Weil das ist ja eigentlich gar nicht Sinn und Zweck von Sky Island. Das machen wir dann vielleicht zum Schluss irgendwie mal, dass wir das dann auch halt nochmal erledigt haben. Da baue ich mich dann rüber, oder falls wir irgendwas brauchen, ganz dringend, keine Ahnung. Wir können natürlich auch durch den Nether reisen, dahin. Ich glaube, das wäre sogar sinnvoller. Weil da können wir nämlich einfach im Nether ein bisschen weiter weg ein Portal bauen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass wir dort landen. So. Ja, hier ist halt alles noch so. Das müssen wir halt alles noch aushöhlen. Ist halt ein Ziel von den ganzen... Siehst du, und hier ist der zweite Lapisblock. Habe ich doch gesagt, dass es hier noch zwei gibt. Naja, vielleicht findet man sogar noch einen. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es noch welche. Keine Ahnung. Damit hätten wir dann auch das Ziel, finde alle Metalle und alle Kohle auf der Insel erfüllt. Das ist schon mal cool. Und ich weiß gar nicht, wo ist denn jetzt das Skelett? Ist das hier außerhalb irgendwie gespawnt? Da unten, da war doch irgendwie noch so ein Block frei außen. Ich glaube, da spawnen die jetzt immer. Es ist denen ja Hobby, da zu spawnen. Huch, hier muss man aufpassen. Hier muss man auch aufpassen, dass uns das Skelett nicht rausschießt. So, na komm, da platzieren, da platzieren und da. Und da oben. So. Nee, dann machen wir mal diesen hier und dann... Warte, hier muss man echt aufpassen wegen dem Skelett. Ich glaube, da ist es. Oder? Nee, doch nicht. Sorry. Dafür, dass ich mich räuspern muss, weil wir haben gerade noch ein bisschen früh am Morgen. Und da kann ich nicht... Oder muss ich mich immer mal räuspern? Da hängt die Stimme noch in den Knien. Kennt man ja vielleicht. Bei mir ist es dann irgendwie immer besonders schlimm. Na, vor allem, wenn man so müde ist und so. Naja, so, dann kloppen wir hier nochmal alles weg. Also, das ist auch mit der Insel aushöhlen, gestaltet sich dann doch relativ schwierig, weil man halt überall auf diese Dinger da trifft und es ist immer so hässlich. Man will natürlich auch nicht alles so hässlich haben. Das ist natürlich klar. So, lange dauert es auch nicht mehr. Bald haben wir es geschafft. Und ich glaube, haben wir Melonen? Nein, haben wir nicht. Warum sollten wir auch was zu essen dabei haben? Braucht man ja nicht. So, das muss ja alles noch weg. Und zweite... Hä, das war's schon. Alter. Ach komm. Ich sammle erstmal die Cobblestones ein, damit die uns nicht verloren gehen. Das ist ja auch mal ein bisschen schlecht. Je mehr Cobblestones wir hier nämlich einsammeln, desto weniger müssen wir am Cobblestone Generator stehen. Ach, guck mal, wen wir da haben. Na, sind wir tot? So ganz spontan. Ach Alter, wieso habe ich hier überall so scheiße gebaut? Ich meine, sonst baue ich auch scheiße, aber hier ist ja wieder besonders schlimm.
So, wo ging's denn hier? Ach so, ich vergesse das immer, wo es hochging. Ist auch schlimm. So, hier haben wir wenigstens noch Melonen. Die esse ich gleich. Huch, Alter. So, dann noch ein paar, eine Spitzhacke noch. Obwohl, ich könnte jetzt eigentlich erstmal das... Hallo, hä? Was mache ich denn, Alter? Wieso kann ich nicht richtig klicken? Junge. So, dann kommt noch ein bisschen Eichenholz. Oder wir könnten eigentlich... Ah ne, die drei Stöcker werden nicht reichen. Dann nochmal zack. Na. Alter, ich kann halt nicht richtig klicken. Ich weiß auch nicht warum. Liegt doch irgendwie an der Maus, die ist so scheiße. So, 2, 2. Zumindest für Inventararbeiten ist die scheiße, sonst geht die eigentlich. Aber irgendwie zocke ich in letzter Zeit auch gar nicht mehr so oft Minecraft. Zumindest nicht hier. An dem Rechner. So, dann könnte ich ja mal hier mit dem Schwert, gibt man das, macht man das, gell? Und das hier macht man mit der Axt, die habe ich auch dabei. Und jetzt mache ich erstmal die Slots wieder richtig. Das kommt auf die 3. Das kommt auf die 9. Das kommt da drüber. Das so, das so. Na gut, Steinhacken, das ist eigentlich egal. Und dann könnte ich eigentlich jetzt auch schon mal ein paar Cobblestones wieder in die Kiste tun. Und zwar zack, zack, zack. Zack. So. So geht das eigentlich. Und dann können wir ja schon wieder pennen gehen. Sehr gut. Und ich glaube, die Folge ist dann auch gleich wieder voll. Wir hatten ja letztes Mal ein bisschen überzogen, da machen wir heute halt ein bisschen kürzer. Ich gehe noch ganz schnell runter und stelle mich hierher, damit ich weiß, dass ich nächstes Mal noch ein bisschen abbauen muss. Und baue am besten hier schon mal einen ab. Huch, ich wollte, dass da liegen bleibt, dass wir das sehen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao!